So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon. Ich begrüße euch recht herzlich im Super Einsteiger Guide. Heute geht es darum, wie erobere ich Land und wie vergrößere ich meinen Einzugsbereich bzw. mein Land selber. Wie komme ich an neue Provinzen ran? Und das schauen wir uns alles heute an. Also, auf geht's! Um sein Land zu vergrößern, muss man natürlich weitere Provinzen erobern. Das geschieht in der Regel kriegerisch. Um einen Krieg einer anderen Nation zu erklären und deren Provinzen abzuknöpfen, muss man natürlich erstmal einen Kriegsgrund haben. Der beliebteste Kriegsgrund ist natürlich Anspruch auf eine Provinz. Und diesen Anspruch, den muss man erstmal erheben. Das heißt, man kann nicht bei Spielbeginn sofort einer gegnerischen Nation den Krieg erklären. Man kann es rein technisch schon, aber für Anfänger ist es eigentlich eher nicht vorteilhaft, wenn man das macht. Denn es hat natürlich gehörige Nachteile, was das Kriegserklären heißt. Und natürlich sehen das auch viele andere Nationen als kriminellen Akt in dem Sinne. Und sind dann einem nicht mehr wirklich wohlgesonnen. Von daher sollte man sich erst darum bemühen, einen Kriegsgrund zu erschaffen. Wie sieht das aus? Das können wir uns ganz kurz mal in der Diplomatiekarte anschauen. Wir haben zum Beispiel zwei Kriegsgründe zurzeit für Provinzeroberungen. Der eine Kriegsgrund wäre gegen Frankreich, denn die halten noch eine unserer Kernprovinzen. Das ist nämlich Armagnac. Kernprovinzen sind anders wie normale Ansprüche. Bei Kernprovinzen handelt es sich auch unter anderem um unser Kernland, also unser Land, das eigentlich auch uns gehört. Und Kernprovinzen kann man rückerobern. Das ist natürlich mit Provinzansprüchen, mit einfachen Provinzansprüchen nicht der Fall. Diese kann man nicht rückerobern, sondern man muss sie erobern. Und wie gesagt, ich habe jetzt mal hier das vorbereitet bei Ayrshire und zwar Schottland. Da haben wir jetzt auf diese Provinz einen Anspruch. Hier sehen wir das. England erhebt Anspruch auf diese Provinz. Und wie man diese Ansprüche gestaltet, ist relativ einfach. Dafür sucht man sich natürlich erstmal ein Ziel aus. Idealerweise natürlich zu Beginn immer ein einfaches Ziel. Also das nicht große, starke Verbündete hat und idealerweise auch nicht selber groß und stark ist. Denn dann muss man natürlich ein wenig taktieren und sollte sich auch schon im Spiel ein bisschen besser auskennen, sodass man solche Kriege auch gewinnen kann, ne? Ganz klar. Gut. Für unser Vorkommen oder Vorankommen ist es eigentlich idealerweise erstmal Irland zu erobern und diese Insel einzunehmen. Hier sehen wir das zum Beispiel mit Ulster und Connacht und Leinster und Munster. Das sind gleich vier Provinzen, die wir ganz gerne erobern möchten. Leider sind diese Provinzen nicht zusammenhängend, also nicht nur ein Land, sondern vier verschiedene. Somit müssen wir demnach höchstwahrscheinlich auch vier verschiedene Kriege führen, um eben an die Provinzen heranzukommen. Wir machen das einfach mal, und zwar Ulster erheben jetzt hier auf diese Provinz einen Anspruch. Das ist momentan Tyrone, das ist ihre Kernprovinz. Und wir wollen jetzt mittels Diplomatie und dann Geheimdienstaktionen, ganz, ganz wichtig, diesen Anspruch fingieren. Und das passiert hier in Ulster. Und da klicken wir drauf. Natürlich, wenn es größere Länder sind, kann man auch mehrere Ansprüche stellen. Das zeige ich euch gleich mal. Hier sehen wir natürlich jetzt, wie lange das Ganze dauert. Momentan dauert es 365 Tage und wir haben ein monatliches Entdeckungsrisiko von 2,36%. Das ist ein bisschen knifflig, denn es kann passieren, dass unser Diplomat bei seiner Geheimdienstaktion erwischt wird und dann dauert die ganze Geschichte 400% länger. Dann kann so ein Anspruch durchdrücken schon mal gerne 5-6 Jahre dauern, ne? Je nachdem. So, wir klicken jetzt einfach mal auf OK. Und lassen unseren Diplomaten arbeiten. Ihr seht ihn jetzt wieder oben rechts. Da ist der Diplomat jetzt beschäftigt. Momentan noch bei 0,0%. Und wenn ich jetzt die Zeit ein bisschen beschleunige, geht diese Prozentzahl hoch und verändert sich regelmäßig. So, wir machen das mal ganz kurz hier mit Österreich weg. Dann stört uns das nicht. Jetzt sind wir schon bei 1,6%. Und ihr seht, jetzt arbeitet unser Diplomat und erhebt einen Anspruch auf diese Provinz. Solange das der Fall ist, können wir immer noch keinen Krieg erklären ohne Malus. Aber wir können uns das mal anschauen, wie das auch bei Frankreich zum Beispiel aussieht, wenn wir hier einen Anspruch erheben. Anspruch fingieren. Ihr seht, hier haben wir gleich mehrere Grenzprovinzen, auf die wir einen Anspruch erheben könnten. Ich lasse es jetzt einfach mal an der Stelle, weil es für uns als Ziel momentan noch nicht relevant ist. Wie gesagt, die Franzosen relativ stark, sollte man sich nicht primär drum kümmern. Aber wir können natürlich währenddessen schon mal gleich, weil wir ja ein bisschen vorausschauen spielen, können wir schon mal klar machen. Also, Ulster hat keine Freunde, dieser Krieg wird wahrscheinlich dann relativ einfach. Und da holen wir uns dann schon mal unsere Transportschiffe. Da haben wir ja ein paar. Da sollte man als England auch immer fleißig dran arbeiten. Die Transportschiffe lassen wir jetzt mal hier in Gwynedd anlanden. Und nehmen hier diese 13
Soldaten oder diese 13 Regimenter und fahren mit ihnen nach Meth. Ihr habt das bestimmt gesehen, wo ich eben drauf geklickt habe. Zeige ich euch gleich noch einmal mit der nächsten Armee. Und zwar haben wir hier jetzt 12,6 Regimenter drin. Wir fahren wieder zurück mit unserem Schiff und hier einfach auf die Regimenter klicken. Und hier oben gibt es dann einen Transportschiff zuordnen, diesen Button drücken, dann sind die eingeschifft. Ihr seht das auch hier an diesem kleinen Schiff. Und dann können die da rüberfahren. So, jetzt fahren wir da rüber. Jetzt seht ihr was ganz, ganz Wichtiges. Ich denke mal, das kann ich auch alles ruhig mit reinnehmen bei dieser Geschichte. Es geht ja auch ein bisschen um kriegerische Auseinandersetzung. Ihr seht jetzt hier diesen kleinen toten Kopf neben unseren Regimentern. Das heißt, wir haben mehr Männer auf der Provinz stehen, als die Provinz versorgen kann. Es gibt unterschiedlich reiche Provinzen. Das heißt, manche Provinzen können bis zu 50, 60 oder 100 Regimenter versorgen mit Nahrung und dergleichen. Und manche Provinzen eben nicht, nur weniger. Und das sieht man ganz einfach immer an der Provinz. Da klickt man mal drauf und dann sieht man hier unten bei Militär das Versorgungslimit. Hier dürfen maximal 24 Einheiten stehen. So viel können ohne Malus versorgt werden. Wenn mehr draufstehen, hat die Armee einen Verschleiß und ihr verliert jeden Monat Rekrutenreserve. Sollte man vermeiden. Ich füge die mal ganz kurz zusammen und entferne jetzt da mal ein paar Einheiten. So, das sollte dann passen. Das sind genau 24. Und dann schippen wir die wieder drauf und schiffen die da drüber. Und zack. Und währenddessen läuft immer ganz gemütlich unser Anspruch durch. Darum geht's ja. Das, wie gesagt, des Weiteren können wir gleich mal reinschauen, wie das hier bei Irland aussieht. Die sind momentan verbündet mit Leinster, also da hätten wir schon mal gleich zwei Gegner. Da könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber Vorsicht, wenn man Provinzen dann erobert hat und sie dann seinem Land hinzufügen möchte, bekommt man natürlich auch noch diverse Mali, aber das zeige ich euch dann, wenn wir soweit durch sind. So, wir können das Ganze mal beschleunigen. Ich hoffe, es erscheinen keine störenden Events wie Kriege und dergleichen. Wir haben jetzt noch einen weiteren Kriegsgrund gegen Frankreich. Das ist jetzt ein bisschen erweitertes Spielsystem, ist für Einsteiger auch interessant. Und zwar geht es darum, wenn man Rivalen hat, können die ein Handelsembargo gegen einen ausrufen. Das ist im Grunde jetzt nichts Schlimmes, aber es ist auch nicht gerade vorteilhaft, aber das gehört zum Spieldesign dazu. Wie gesagt, man kann jetzt natürlich auch Frankreich den Krieg erklären, weil sie ein Handelsembargo gegen uns erhoben haben. Ich würde als Einsteiger erstmal davon absehen, größere Nationen oder seinen direkten Rivalen einen Handelskrieg aufzudrücken. Das ist dann natürlich von Interesse, wenn das weiter entfernte Nationen sind, die man dann vielleicht in einen Krieg hereinziehen möchte und dann erobern kann, obwohl man keine direkte Grenzprovinz hat. Zum Beispiel, ich mach mal ein kleines Beispiel, und zwar Portugal wäre jetzt zum Beispiel mit Schottland rivalisiert. Und Schottland hat nun ein Handelsembargo gegen Portugal. Nun kann Portugal leider ja keinen Anspruch auf eine Provinz von ihnen fingieren, was wir gerade machen mit Tyrone, sondern sie müssen nun einen anderen Kriegsgrund finden. Und das wäre natürlich dieses Handelsembargo, ne? Wenn sie jetzt zum Beispiel rivalisiert sind, Schottland erklärt ein Handelsembargo, man hat einen Kriegsgrund gegen Schottland und kann dann von Portugal nach Schottland fahren, dort Krieg führen. Wenn man erfolgreich ist, kann man alles einnehmen und vielleicht ein, zwei Provinzen abknöpfen und dann ist es in Zukunft vielleicht ein bisschen einfacher, mit ihnen Krieg zu führen. Das mal so als kleines Szenario nebenbei. Aber wie gesagt, in der Regel nutzt man das nicht. So, warum ist jetzt das Versorgungslimit wieder runtergegangen? Wir haben doch eben geschaut. Oh, eben waren es noch 24. Jetzt sind es nur noch 21. Woran liegt es? Ja, ist relativ einfach. Man sieht es auch hier angezeigt. Und zwar normaler Winter. Denn ihr seht gerade, wenn wir hochgehen, es ist Januar 1456. Und dann kann man sich anschauen, es ist Winter. Und im Winter werden natürlich diese Provinzen auch in Mitleidenschaft gezogen. Sie können im Winter nicht so viele Einheiten versorgen, wie sie das im Sommer können. Und somit haben wir wieder diesen kleinen Malus. Zum Glück ist der Winter recht schnell vorbei. Man muss nicht immer drauf reagieren. Man sollte aber aufpassen. Und gerade später, wenn man größere Kriege führt mit sehr, sehr vielen Männern, mit großen Armeen, dann kann so ein Verschleiß schon ziemlich auf Kosten der Moral und dergleichen gehen. Und dann ist natürlich schwieriger, seine Männer beisammen zu halten und natürlich dann auch die Kriege zu führen, ne? Oder erfolgreich zu führen. Sollte man immer im Auge behalten. Das sind Nebenevents, die lasse ich einfach mal so parallel laufen. Darauf gehe ich ganz gerne mal später ein. Jetzt haben wir noch die Loladenketzer. Ist auch mal ein weiteres Event. Da müssen wir mal ganz kurz reinschauen, damit uns jetzt der Spielstand nicht flöten geht. Kirchenstaatsmeinung, Frankreichs Meinung ist uns egal. Genau, wir lassen das laufen.
Wir lassen sie gewähren, die Lulladen. Das ist kein Problem. So, wunderbar. Wir haben unseren Kriegsgrund fertig. Das ging ja schneller als erwartet. Parallel zum Spielbeginn versucht man natürlich an mehreren Stellen schon mal gleich Ansprüche zu erheben, weil man ja weiß, wenn ich Tyrone erobert habe, was ja eigentlich ein Selbstläufer ist, ne? Da sind bloß 6000 Mann, die können sich nicht verteidigen, sie haben keine Bündnisse. Was soll da passieren? Da kann nicht viel passieren. Dann sieht das vielleicht bei anderen Nationen, zum Beispiel Frankreich, ein bisschen kniffliger aus oder auch Bretagne, das wäre auch ein schönes Ziel, die sind mit Burgund verbündet, ist auch ein bisschen knifflig und dergleichen. Dann können wir aber schon mal gleich hier in Leinster einen Anspruch fingieren und das machen wir natürlich auch noch mit Conneth. So, nun machen wir natürlich diesen kleinen Krieg und erobern mal Ulster, ich gehe vom Tempo mal ein bisschen runter. Jetzt gehen wir nämlich in die Thematik rein. Ihr seht, vorher hatten wir diesen Anspruch nicht. Jetzt ist er drin und jetzt können wir über Diplomatie Krieg erklären, ihnen einen Krieg erklären. Hier sehen wir jetzt natürlich die feindlichen Verbündeten, haben wir vorher gecheckt. Da sind keine und hier sind unsere Verbündete, aber keiner möchte mitmachen. Das habe ich euch bereits beim Bündnissystem, beim defensiven Bündnissystem in der letzten Folge erläutert. Da gibt es jetzt verschiedene Gründe, warum sie nicht mitmachen. Zum einen ist der Krieg weit weg. Für Portugal ist das jetzt einfach als Malus zu sehen. Hey, ich habe keine Lust da, so und so viele Kilometer zu fahren für so einen Krieg. Bei Kastilien sieht das ähnlich aus. Und bei Österreich ist es noch ein bisschen anders, denn da haben wir noch keine 10 Gefälligkeiten erarbeitet. Auch das habe ich euch ja in der letzten Partie gezeigt. Aber da kommen wir später in weiteren Guides nochmal drauf zu sprechen. So, Ulster. Dann würde ich sagen, Krieg erklären. Ulster. Nun haben wir einen Krieg. Nun sehen wir natürlich die gegnerischen Einheiten rot. Die werden uns so angezeigt. Unsere sind nach wie vor grün. Und nun bewegen wir unsere Einheit mal da drauf. Und führen diesen kleinen Krieg. Nun haben wir auch schon den ersten Kampf. Ich wollte militärisch gesehen ganz gerne nochmal noch eine separate Folge machen. Deswegen will ich nicht allzu viel hier vorwegnehmen. Man sieht natürlich jetzt diesen Kriegsbildschirm, wenn man gegen Einheiten kämpft. Hier sieht man, die wichtigsten Aspekte sind immer natürlich von vornherein zu sagen, man sollte darauf achten, dass seine Armee immer größer ist als die des Gegners. Ist sie es nicht, treten natürlich weitere Modifikatoren ins Spiel, die sehr, sehr relevant sind. Ich halte es so, als Einsteigertipp ist es recht ratsam, wenn man sagt, wenn deine Armee doppelt so groß ist wie die des Gegners, dann ist die Chance, dass du gewinnst, recht hoch. Aber nicht hundertprozentig, das macht eben das Spiel auch so interessant, denn es gibt noch weitere Modifikatoren, insbesondere die Disziplin, die Moral und die Militärtaktik. Das sind schon mal drei ganz, ganz wichtige Punkte. Die ist jetzt hier bei uns nahezu identisch. Ihr seht, wir haben ein bisschen mehr Moral, 0,3 Punkte mehr als die Gegner. Das sieht nicht nach viel aus, ist aber in der Berechnung des Spiels schon sehr viel. Natürlich haben wir eine fast, was ist das? Fünffach so große Armee als der Gegner. Und eine wichtige Thematik kann man eigentlich sagen, die noch wichtig ist, das sieht man nämlich hier an diesen Modifikatoren, die das Land ausmachen. Und zwar, wenn beide Armeen gleich groß sind. Beide Armeen sind gleich groß, gleich stark, haben die gleiche Disziplin, haben die gleiche Moral, die gleiche Taktik und sind auch in der Konstellation gleich aufgestellt, dann gewinnt in der Regel die defensiv stationierte Armee. Da defensiv grundsätzlich die stärkere Ausgangslage für einen Krieg ist, ne? Oder für eine Schlacht, nicht für einen Krieg, aber für eine Schlacht ist es grundsätzlich die stärkere Geschichte. Wie gesagt, wenn beide Armeen gleich sind, 1:1 identisch, gewinnt die Defensive, da häufig natürlich diese Modifikatoren hier eine Rolle spielen, Überquerung, Gelände und dergleichen, das findet man fast auf allen Provinzen, diese Modifikatoren, da muss man mal schauen, es gibt natürlich auch viele Länder, wo das nicht, oder viele Provinzen, wo das nicht zutrifft, aber das sieht man an diesen Geländebildschirmen, zum Beispiel, was ein schönes Land wäre, Paris, aber da sind auch Flüsse zwischendrin, hier zum Beispiel Alencon, das ist so eine Provinz, da ist kein Fluss, da ist kein Wald, da ist offenes Gelände, hier könnte man zum Beispiel eine gleichwertige Schlacht führen, ohne große Gelände, Mali, sagt man das so, ohne große Geländenachteile. Gut, aber so viel dazu, ich denke mal, als Anfänger sollte man sich einfach daran halten, ist meine Armee doppelt so groß wie die des Gegners, gewinne ich die Schlacht. Es sieht natürlich ein bisschen anders aus später bei den Überseeprovinzen und den unterentwickelten Völkern, ne, wie in Asien oder in die Indianer oder die Azteken. Die sind natürlich von der Technik, sind die weit hinten dran. Aber da bei der Kriegsführung, ich denke mal, da schauen wir nochmal separat dran, denn
da würde ich ganz gerne nochmal ein paar Details raushauen. So, unser Agent wurde entdeckt, das war jetzt noch ein weiteres Event. Und zwar, ich weiß nicht genau, bei wem er jetzt entdeckt worden ist, das sieht man aber gleich in dem Fortschritt der Diplomaten. Und zwar in Leinster wurde unser Agent entdeckt. Nun läuft dieser Anspruch fingiert natürlich um 400% langsamer, was wir vorher gesehen haben. So, jetzt haben wir die gegnerische Armee geschlagen. Das war relativ einfach. Ich denke mal, das ist nachvollziehbar. Und nun müssen wir halt die Provinz erstmal einnehmen. Diese Provinz ist die Hauptstadt. Somit hat sie auch natürlich eine Mauer und ein paar Garnisonseinheiten. Und das muss jetzt hier in der Summe erstmal durchlaufen. Auch hier braucht man nicht viel herumrechnen, wie das funktioniert. Man kann sich das ausrechnen, aber es macht das Spiel nicht unbedingt besser, wenn man das ausrechnet. Denn es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis diese Mauer fällt. Natürlich gibt es hier verschiedene Modifikatoren, die vielleicht interessant sind. Ich muss dazu sagen, ich denke mal, für Anfänger ist es eigentlich relativ uninteressant, wie lange ich da jetzt draufstehen muss, um sie einzunehmen. Letztendlich will ich sie ja sowieso einnehmen. Von daher uninteressant. So, das nehmen wir noch dazu. Und jetzt müssen wir im Grunde nur abwarten, bis die Geschichte eingenommen ist. Und dann kommen wir einen Schritt weiter. Weil wir nur warten müssen, beschleunige ich das Ganze mal ein bisschen für uns. Sodass wir da diesen Vorgang abschließen. Anders wie im normalen Spiel, normalerweise kümmert man sich in dieser Phase jetzt eigentlich schon um die nächsten Thematiken. Zum Beispiel kann man jetzt des Weiteren schon Schiffe aufbauen und so weiter und so fort. Man muss jetzt nicht immer nur warten, bis man eine Provinz eingenommen hat, um das Spiel voranzutreiben. Denn auch in Kriegszeiten kann man sich bereits schon diplomatisch um weitere Schritte kümmern. Man kann die nächsten Ansprüche fingieren, was wir gerade machen. Man kann weiter ausbauen, man kann verbessern. Und vielleicht schon die nächsten Bündnisse schließen, um die nächsten großen Ziele anzugehen. So, die eine Provinz haben wir jetzt auch veranschlagt. Oder da können wir auch gleich angreifen und die einnehmen. Ich belasse es aber heute nur mal bei Ulster. Als Beispiel, um das zu, ja, fortzuführen, wie das denn funktioniert, um ein Land mehr zu kriegen. So, das sind auch alles Handelselemente. Zum Beispiel Dominanz in Tabakwaren, glaube ich, habe ich eben gesehen. Wie gesagt, das sind Elemente, die noch nicht so interessant sind oder zumindest für diesen Guide jetzt. Das würde das Ganze unnötig aufblähen. Von daher immer eins nach dem anderen. So, jetzt sind wir doch bald durch. Jawohl, jetzt haben wir es gewonnen. Jetzt haben wir die Provinz eingenommen. Und jetzt können wir natürlich, weil der Kriegsstand entsprechend ist, ihr seht, wir haben 100% Kriegsstand. Das sieht man hier unten rechts. 100%. Und somit können wir jetzt alle unsere Forderungen, es sei denn, sie sind überzogen, kann man jetzt durchführen, da es nur eine Provinz geht. Uns geht es hier in dem Sinne nur um die Eroberung von Ulster. Somit gehen wir jetzt auf Frieden vereinbaren. Dafür braucht man wieder einen Diplomaten. Da muss immer ein Diplomat frei sein in diesem Fall. Und dann klicken wir hier. Wir wollen ganz gerne Provinz abtrennen. Wir wollen ganz gerne Ulster erobern. Das wollen wir haben. Ganz, ganz wichtig. Und zusätzlich können wir noch hergehen und sagen, pass mal auf, wir nehmen noch eure 18 Gold, die ihr habt. Das ist das Maximum, glaube ich. Ne, die haben noch ein bisschen mehr. Moment. Wie viel haben sie? 168 Gold haben sie. Alles klar. So, und das nehmen wir auch noch. Und so hat man jetzt ganz schnell und einfach eine Provinz erobert. Ihr seht hier vier verschiedene Schaltermöglichkeiten oder kleine Buttons. Das sind alles natürlich Friedensvertragselemente, die man einbauen kann. Die bedürfen auch manchmal ein bisschen, ja, Voraussicht, gegen wen man kämpft oder was man ganz gerne in diesem Krieg erzielen möchte. Manchmal kann man von einer Nation gar keine Provinz abtrennen. Somit sagt man dann zum Beispiel, löst deine Bündnisse auf oder zahl mir Kriegsreparationen oder du löst das Handelsembargo auf oder du entlässt eine Nation in die Unabhängigkeit oder du gibst jemand anderes seine Kernprovinz zurück. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Für uns ist heute, wie gesagt, ja, die Thematik wichtig. Wie erhebe ich einen Anspruch? Wie erobere ich die Provinz kriegerisch? Und natürlich, wie erobere ich sie dann noch? Natürlich hier im Friedensvertrag. Einfach anklicken. Ihr seht, wenn wir das so lassen würden, würden wir es nicht erobern. Einfach draufklicken. Und wir bekommen das. Dann drücken wir auf Fertig. Ich gehe von der Zeit ein bisschen runter. Zack, jetzt haben wir Tyrone erobert. Der Nachteil bei Eroberungen, man hat immer ein bisschen aggressive Expansion. Das kann man sich insbesondere hier anschauen in der Koalitionskarte. Shortcut ist P. Nun sieht man zum Beispiel, wir haben jetzt minus 8, diese kleine grüne Zahl bei Schottland. Schottland sieht das als, ja, negativ an, dass wir Ulster erobert haben. Und wir haben einen Beziehungsmalus oder einen aggressiven Expansionswert von minus 8.
Das ist ganz, ganz wichtig. Aggressive Expansion ist einer der, ich sag mal, dieser Schlüsselelemente. Erobert man ein Land relativ einfach, kann man natürlich auch sehr, sehr viele Provinzen fordern. Problem ist bloß, wenn man zu viel fordert, rückt oder rutscht dieser Wert von nicht nur minus 8, sondern ganz gerne auch mal auf minus 20, minus 30, minus 50, sogar bis auf minus 200 und dergleichen. Und sobald eine Nation einen Wert von minus 50 erreicht hat bei einer anderen Nation, also zum Beispiel, wenn jetzt hier statt minus 8 minus 50 stehen würde, könnte Schottland eine Koalition gegen uns bilden. Einen Bestrafungskrieg. Und das ist natürlich besonders im Heiligen Römischen Reich sehr gefährlich. Da darf man selten mal mehr wie zwei Provinzen auf einmal fordern. Und denn dieser aggressive Expansionswert steigt natürlich sehr, sehr schnell an. Desto mehr Provinzen man erobert und je reicher die Provinzen sind. Es kann zum Beispiel sein, wenn man jetzt mit Mecklenburg spielt und möchte Lübeck erobern, dass man es vielleicht gar nicht bekommt, weil der aggressive Expansionswert so hoch ist, weil Lübeck oder Mecklenburg ist nicht so reich, die beiden Provinzen sind nicht so reich wie diese alleine, von der Entwicklung auch gesehen, ne? Also das kann schon richtig kritisch sein, dann so eine Provinz zu erobern. Wie gesagt, häufig ist es dann so, dass man aggressive Expansion ansammelt im Laufe der Zeit, sie baut sich auch wieder ab. Das sehen wir uns mal schnell an. Diese aggressive Expansion sehen wir hier. Wir haben jetzt momentan in den Beziehungsbereichen da aggressive Expansion minus 8. Und momentan baut sie sich um 2,4 jährlich ab. Also nächstes Jahr am 31. Dezember haben wir dann keine minus 8 mehr bei Schottland, sondern vielleicht minus, kann man es genau ausrechnen, minus 5,6. Ist nachvollziehbar, hoffe ich. Gut. Wie gesagt, aggressive Expansion im Grunde niemals über 50 kommen lassen, minus 50, ganz wichtig. Man kann es später tun, wenn man groß und reich und stark und hastig nicht gesehen ist, ist das gar kein Problem. Man kann aggressive Expansion auch ein bisschen über dem Limit in den unterentwickelten Staaten aufbauen, das ist auch kein Problem, weil sie wissen, okay, ich kann die nicht schaffen, ich kann den Gegner nicht besiegen, von daher brauche ich auch nicht diesen Krieg ausrufen oder diese Koalition bilden. Von daher, wie gesagt, im mitteleuropäischen Raum, wie gesagt, ganz wichtig, aggressive Expansion. Gut, wir werden da, glaube ich, noch häufiger drauf zu sprechen kommen. So, Ulster, ihr könnt auch immer Fragen reinhauen in die Kommentare, ich versuche ja auch immer schnell nochmal da zu beantworten. Jetzt haben wir die Provinz erobert, jetzt ist sie aber noch nicht unser. Jetzt müssen wir sie ja erst noch zu unserem Kernland hinzufügen. Das sehen wir uns nochmal an, wie das aussieht. Ihr seht, das ist unser Kernland, das ist schön grün und das ist jetzt durchstrichen grün. Das heißt, wir haben zwar eingenommen, sie gehört jetzt zu unserem Hoheitsgebiet, so kann man es vielleicht sagen, aber sie gehört noch nicht gänzlich uns und wir können noch nicht auf sie zugreifen. Ulster, wir haben nur einen Anspruch erhoben und nun haben wir hier 40% Autonomie und weil wir es noch nicht als Kernland hinzugefügt haben, müssen wir das erst tun. Das machen wir über diesen Bildschirm. Entweder klicken wir einfach hier drauf. Eine schönere Übersicht bekommt man hier bei Expansion, Stabilität und Expansion und dann hier beim Bereich Überdehnung verwalten. Ganz wichtig, die Überdehnung ist ein wichtiger Faktor. Häufig nimmt man ja auch später mehrere Gebiete auf einmal ein. Da sollte man grundsätzlich niemals über 100% Überdehnung kommen. Grundsätzlich niemals über 100%. Denn ihr seht, mit jedem erweiterten Prozent bekommt man hier nationale Unruhen und Stabilitätskostenmodifikator, ausländischer Handelseinfluss, Söldnerkosten, diplomatisches Geschick, bessere Beziehungen etc. pp. Diese können natürlich einen ziemlich schnell den Spielstand verballern, wenn man zum Beispiel 150% Überdehnung hat und hat nicht genügend Armee und auch nicht genügend Ressourcen, das schnellstmöglich zu verringern, dann tauchen sehr, sehr viele Rebellen auf, nehmen das Land ein und lösen dann hier und da natürlich kleinere Nationen oder lassen sie in die Freiheit raus. Also wie gesagt, niemals über 100%. Ganz wichtig. So, wie kann man das verringern? Natürlich die Kernprovinz erstellen, das ist eigentlich selbstverständlich, das muss man direkt im Anschluss machen. Wir drücken jetzt da drauf und dann kostet uns das Ganze 93 administrative Macht. Und dann wird das jetzt innerhalb von 3 Jahren zu unserer Kernprovinz. Ihr seht, der Fortschritt dauert ein bisschen. Von daher sollte man auch immer zwischen den einzelnen Eroberungen ein bisschen warten. Nicht zu schnell erobern, immer Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Und dann ist das auch gar kein Problem mit der Überdehnung. Ne, immer so vielleicht, so bei 30, 40%. Man kann auch mal bis 50% gehen.
diese Überdehnung erstmal abbauen, ganz gemütlich. In der Zeit kann man auch wieder Männer aufbauen. Ihr seht, unsere Rekrutenreserve ist auch momentan sehr in Mitleidenschaft gezogen. Von daher können wir uns da jetzt wieder ein bisschen zurücklehnen und das erstmal zur Kernprovinz machen. Das Land, das wir eingenommen haben, ist aber noch nicht gleichwertig mit unseren anderen Kernprovinzen zu sehen, denn jedes Land, das erobert wird, hat ja natürlich erstmal noch Bevölkerung, Zivilbevölkerung und somit auch eine gewisse Art von Autonomie. Das ist ja auch logisch. Und die Autonomie sehen wir hier. Momentan liegt die dann bei 39,2%. Sie baut sich jedes Jahr ein wenig ab. Das kann man im Laufe der Zeit mit Ideen und dergleichen noch beschleunigen, den Abbau, aber das hat immer, also sagen wir mal 15, 20 Jahre dauert das immer mindestens, bis die Provinz vollkommen 0% Autonomie hat, ne? Wie gesagt, da muss man ein bisschen immer warten. Wir sehen das hier, Kernprovinz erschaffen, da sind wir schon bei 20%, ganz gemütlich. Und wenn das dann abgebaut ist oder kurz vor Abschluss abgebaut ist, wir wieder kriegsbereit sind, genügend Rekrutenreserve haben, dann können wir den nächsten Krieg führen gegen die weiteren irländischen Staaten. Und natürlich muss man immer ein Auge drauf haben. Hier sehen wir jetzt die Rebellenfraktionen. Das ist häufig der Fall, wenn man ein Land erobert hat, gibt es in dem Land nochmal Rebellen, die dann mit der Zeit in der Regel herauskommen. Das heißt herauskommen, die dann eben aufploppen, sobald sie bei 100% Rebellenpower sind. Und das kann man auch vermeiden, indem man einfach eine gewisse Zeit lang die Autonomie hier erhöht. Das ist ganz unterschiedlich, wann man das machen sollte. Man kann es für Einsteiger vielleicht, ich würde nicht sagen, dass man es grundsätzlich empfehlen sollte, Autonomie zu erhöhen. Das ist jetzt falsch, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur etwas Land erobern möchte, um es einfach abzuschließen und nicht wirklich auf die Einnahmen angewiesen ist, die dort herauskommen aus dieser Provinz dann mittelfristig, dann kann man es machen, dann kann man die Autonomie erhöhen, verringert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Rebellen herauskommt für einen gewissen Zeitraum und hat dann erstmal Ruhe und kann das erstmal so stehen lassen und muss sich da keine Sorgen machen. Wie gesagt, das ist so grob die Thematik. Ihr seht, wir haben eine Provinz erobert und sind ein Stückchen weitergekommen. Fragen und alle Anregungen gerne in die Kommentare. Nächstes Thema können wir uns ganz gerne mal anschauen, wie das aussieht mit den Kämpfen, beziehungsweise wie man eine Armee aufstellt, wie die aufgebaut sein sollte, ne? Wie viel Pferde, wie viel Kanonen und wie viele Männer in einer Armee drin sind oder wie ich es immer handhabe. Das wäre jetzt nochmal interessant und wie die Kriege natürlich sich berechnen lassen und wie man vielleicht eine Schlacht noch ein bisschen effektiver gewinnt. All solche Themen beim nächsten Mal. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao, ciao, euer Bergi.